Millionen Rentner warten. Warum variiert der Extra-Rentenzuschlag zwischen 7,5% oder 4,5%? Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema EM-Rentenzuschlag ab dem 1.7.2014 ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland werden, so sagt es zumindest oder so vermutet es der Gesetzgeber, einen Extra-Rentenzuschlag bis 7,5% haben. Dieser Extra-Rentenzuschlag wird als Netto-Rente, also als Auszahlbetrag, ab Juli 2024 ausgezahlt. Er wird in einem gesonderten Bescheid ausgewiesen. Er wird berechnet aus der mit der Rentenanpassung um 4,57% erhöhten Monatsrente und aus deren Auszahlbetrag wird dann dieser Zuschlag ausgerechnet und auf Ihr Konto überwiesen, wenn Sie, das muss ich immer einschränkend sagen, auch die entsprechenden Voraussetzungen für den Anspruch auf Zahlung dieses Zuschlags erfüllen. Dazu habe ich aber schon eine Menge Videos und auch gedreht auf YouTube veröffentlicht und auch entsprechende Texte auf rentenbescheid24.de veröffentlicht. Bitte da mal nachschauen. Alle Fragen im Detail kann ich leider nicht beantworten. Das ist aufgrund der Masse der Anfragen, die wir jeden Tag erhalten, nicht möglich. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe für Sie wie immer eine entsprechende Präsentation vorbereitet. Gehen wir einfach mal rein. Warum 7,5%? Das ist relativ einfach. 7,5% Anspruch auf diesen Zuschlag haben alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, deren EM-Rente in der Zeit vom 01.01.2001 bis zum 30.06.2014 oder einschließlich 30.06.2014 begonnen haben. Dann gibt es den Extra-Rentenzuschlag 7,5%. Warum 7,5%? Die EM-Rente, Ihre EM-Rente, die Sie genau in diesem genannten Zeitpunkt bekommen haben, die wurde nämlich nur mit einer Zurechnungszeit bis Vollendung Ihres 60. Lebensjahres berechnet. Und deshalb ist sie geringer, als wenn Ihre EM-Rente ab dem 01.07.2014 begonnen hätte. Das ist der Grund, warum es diese 7,5% gibt. Dann haben wir die 4,5% und da geht es wiederum um die Frage, warum 4,5%? Auch relativ einfach. Starten wir mit dem Zeitraum. Anspruch auf die nur 4,5% Zuschlag haben die Leute, die eine EM-Rente in der Zeit vom 01.07.2014 bis einschließlich Dezember 2018 erhalten haben oder deren EM-Rente erstmals dort begonnen hat. Dann gibt es diesen Zuschlag bis 4,5%, nicht bis 4,5, sondern 4,5%. Der Grund, die EM-Rente wurde mit einer Zurechnungszeit bis Vollendung des 62. Lebensjahres und 3 Kalendermonate gezahlt. Es gab noch eine Zwischenregelung. Im Jahr 2018 wurde die Zurechnungszeit dann auf 62 Jahre und 3 Kalendermonate erweitert. Der Zahlbetrag der EM-Rente ist im Kern, im Grundsatz in diesem Bereich des Beginns höher als eine EM-Rente, wenn sie vor dem 01.07.2014 begonnen hat. Da hatten wir ja nur eine Zurechnungszeit bis zum 60. Lebensjahr. Hier haben wir eine Zurechnungszeit bis zum 62. Lebensjahr oder 62. Lebensjahr und 3 Kalendermonate. Ja, last but not least, Frage, warum gibt es für die Leute, die nach dem 31.12.2018 erstmals eine EM-Rente bekommen haben, den Zuschlag nicht? Das ist relativ einfach. Die Zurechnungszeit ist ab dem 01.01.2019 um sage und schreibe 3 Jahre und 5 Kalendermonate verlängert worden. Und das bedeutete dann auch zum Teil einen erheblichen Anstieg der monatlichen Altersrente im Vergleich zu einer, entschuldigung, nicht Altersrente, EM-Rente im Vergleich zu einer EM-Rente, die vor dem 01.01.2019 begonnen hat. Das haben wir in vielen Rentenberechnungen gesehen, das haben wir in vielen Rentenbescheiden gesehen. Das heißt also, viele
Leute, die oder viele Betroffene, die eine Erwerbsminderungsrente nach dem 1.1. oder ab dem 1.1.2019 bekommen haben, haben sich da schon zum Teil riesig gefreut, weil die Unterschiede dort auch zu vorgezogenen Altersrenten zum Teil irre hoch sind. Und deshalb gibt es für diese Personengruppe dann eben den Zuschlag nicht ausgezahlt, weil sie schon per se eine deutlich höhere EM-Rente haben, als wenn die EM-Rente vor 2019 begonnen hat. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Das ist einfach der banale Grund, warum es hier diese Unterschiede mit den 7,5 und 4,5% gibt. Das liegt einfach daran, dass die Zurechnungszeiten in den genannten Zeiträumen einfach kürzer waren als bei Beginn einer Rente nach dem 31.12.2018. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.